So, herzlich willkommen. Der vierte Testhobel heute steht an und wir haben den wunderbaren Alpenstoff hier stehen. Ja, der Alpenstoff, das Bier der Berge. Jawohl, so kommt es daher in der 0,5 Liter Flasche mit 5,3% Volumen Alkohol. Kommt aus Bad Reichenhall, das ist in Bayern. Ein helles Vollbier mit den Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Ja, so sieht das Ganze aus hier. Die Flasche verzichtet auf sämtliche Schnörkel. Da steht nur Alpenstoff drauf. Und ich weiß nicht, ist das hier ein Edelweiß? Keine Ahnung, man weiß es nicht. So, ein bayerisches Bier. Machen wir mal offen. Der Kronkorken zeigt auch nochmal hier, keine Ahnung, Edelweiß oder was das sein soll. Interessiert mich auch nicht die Bohne. Und wir schnuppern mal an der Flasche. Das riecht ganz gut. Ja, riecht wie ein Pilz. So, dann hinein ins Glas mit Karacho. So, kann sich auch hier eine schöne Blume bilden. Ah, das perlt aber schon schön im Glas hier, ne? Das macht einen guten Eindruck. Ein helles Vollbier, fast bernsteinfarben, mit einer mäßigen Perligkeit, einem feinporigen Schaum, ordentlicher Kraterbildung kommt es daher. So, nochmal was drin hier. Das sieht doch fantastisch aus, oder? Gibt es was Schöneres als eine schöne Biertulpe? Nein. Und wenn ja, dann wollen wir es gar nicht wissen. So, wie gesagt, das perlt hier fröhlich vor sich hin. Macht einen schönen Eindruck. Mal gucken, ob es im Glas auch so gut riecht. Ja, das riecht gut. So, dann würde ich sagen, rin in Kopf hier mit. Ah. Ja. Schönes Hopfenaroma. Leckere Malznote. Oh ja. Also will ich jetzt gar nicht vermuten, dass das bayerisch ist. Das kommt so lecker daher. Nochmal einen Schluck nachschenken hier. Wunderschön, wie das im Glas aussieht. Ja. Ich nehme nochmal eine Probe hier. Schönes Mundgefühl, süffig, aber auch eine schöne Perligkeit. Das lässt sich gut trinken. Also ausgewogen im Geschmack. Hopfen und Malz, sehr gut ausgeglichen. Also das schmeckt schon mal sehr gut. Da können wir auch gleich den letzten Rest hier ins Glas geben. So. Jawollska! So, da haben wir auch noch den Rest im Glas und dann setzen wir nochmal an hier. Prost! Das lässt sich ganz gut trinken, muss ich sagen. Schmeckt mir auch echt gut, muss ich sagen. Also... Eine tolle Malznote im Abgang. Der Hopfen steht erstmal im Vordergrund. Aber der Alpenstoff lässt sich sehr gut trinken. Überhaupt kein bayerischer Charakter. Das ist sehr angenehm, sehr positiv zu erwähnen. Jo, das war's auch schon. Leider alle. 0,5 Liter in 4 Minuten. Jawohl. Danke fürs Zusehen.